Ja, absoluter Wahnsinn, was sich hier gerade um Manor Lords aufbaut, dieser Hype, der berechtigte Hype um dieses Game. Wenn man da kurz reinschaut, und es wird ja schon mehrfach gestreamt und auch auf YouTube präsentiert, es sieht schon verdammt gut aus. Und das, was das Game alles noch bieten soll, sieht noch viel besser aus. Also gehen wir doch einfach mal rein hier ins Game, blind regelrecht. Ich habe mir in verschiedene Streams kurzzeitig reingeschaut, einfach nur, um mir so einen kurzen Eindruck zu holen, wie es denn oder was man denn so tut. Und da das Game ja zurzeit auf Steam noch gratis anzuspielen ist oder halt war, wenn du es jetzt gerade vielleicht oder wenn du es später erst siehst, schaue ich da natürlich auch gerne mal rein. Man kann quasi so eine ganz frühe Demo-Version schon mal anspielen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein hier. Gehen, ja, in so ein Aufbauszenario einfach rein. Aufbauszenario von unserem Dorf. Was halt wirklich cool ist oder was halt krass ist, das Ganze startete quasi, ja, oder ein Entwickler hat das Ganze erst kreiert. Und auch hier müssen wir den Sound nochmal ein bisschen korrigieren. Und dieser eine Entwickler hat quasi ja als Indie-Entwickler das Ganze erstmal angefangen und gestartet. Es ist schon ein bisschen wild mit wie viel Skill hier einfach so ein krasses Game dann auch zusammengebaut wird. Wir werden später noch viel, viel mehr sehen. Ich gehe da gleich schön in die Details auch rein. Sonst so von der Optik her, so wie es gemacht wurde bisher, vom Style, sieht das schon mal alles ziemlich cool aus. Ja, sehr, sehr, sehr cool gemacht. Machen wir mal hier Selectos, wie sonst auch immer. Und wen nehmen wir denn? Sollen wir den hier mal nehmen? Die sehen alle schon irgendwie viel zu weit aus und viel zu edelleutig, oder? Sind wir so? Wobei, so ein Kriegertyp bin ich auch nicht. Nehmen wir mal den hier, oder? Oder Ette? Nehmen wir mal den. Vielleicht kann man ja später irgendwie, kann man das noch, oder vielleicht noch erweitern. Vielleicht gibt es noch weitere. Guck mal hier unter Porträt. Vielleicht kann man es auch noch ein bisschen umändern irgendwann. Hier gibt es schon mal verschiedene Methoden oder verschiedene Wappen. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich weiß noch gar nicht, was. Haben wir hier so ein viergeteiltes? Zweigeteilt? Ach, je. Ach, krass. Okay, mit verschiedenen Zeichen. Getreide, Mond, Sichel und so weiter. Ja, krass. Viel Auswahlmöglichkeiten hier schon mal. Klassische Wappenzeichen. Guck mal, was haben wir denn hier? Die Berliner sind auch dabei. Ach je. Und die Schnecken sind dabei. Sehr gut, ey. Sehr gut. Nehmen wir mal hier so ein Eichhörnchen. Das ist doch cool. Nehmen wir mal hier so ein Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen stellen wir nochmal irgendwie. Haben wir noch einen Hintergrund? Guck mal hier. Das können wir da auch machen. Nehmen wir mal Ditte. Dann können wir doch die Farben umändern. Ach, was nicht alles. Ja, krass. Also viele, viele coole Möglichkeiten, um das irgendwie einzustellen. Was haben wir denn hier unten im unteren? Oh, nee, warte mal. Das lassen wir weiß. Oder nee, das lassen wir weiß, ja. Kann man denn den unteren Bereich noch ändern? Ah ja, hier, das zweite. Da ist es. Sehr gut. Das ist doch gut. Und dann machen wir das auch rot. Guck mal, dann passt das doch schon. Kriegen wir das Eichhörnchen auch größer? Aha. Okay. Aber dann wäre so besser, ne? Komm, wir lassen das erstmal so. Man muss ja gar nicht viel Spöks machen. Attacke Vollgas. Ah, doch, doch, doch. Man kann es noch. Ah, man kann sogar noch trimmen und an den Größen ändern. Ja, sehr cool. Wobei, das ist doch auch schick hier. Den Angle, den Winkel noch verändern. Das größer. Da, zwei oder... Oh ja, sehr gut. Ja, cool. Also, wir lassen das aber erstmal jetzt so, wie es ist. Die flotten Eichhörnchen. Attacke.
Da lassen wir auch einfach alles so, wie es ist. Standardeinstellung. Und wir gehen rein und ich bin übelst gespannt, wie denn das Ganze jetzt hier so losgeht. Also, wir sollten theoretisch erstmal Basics haben. Und wir haben Basics, tatsächlich. Also, jetzt bin ich... Müssen wir mal hören. Können wir hier Leute anklicken? Es gibt halt kaum... Mach ein bisschen lauter. Es gibt halt keine großen Einstellungsmöglichkeiten im Moment, weil es einfach so eine frühe Basis-Demo ist. Alter, hier die Möwen, die Krähen. Guck mal, wie nah man ran kann. Da kommt gleich der Geralt um die Ecke geritten und schlachtet hier die Bauern ab. So nah sind wir dran. Okay, das ist doch schon cool, ey. Wir haben eine Message. Gehen wir natürlich gleich rein. Wie weit können wir rauszoomen? Oh. Oh, jetzt haben wir hier so Anhöhen. Berries gibt's hier hinten. Stones, okay, schon mal gut. Iron, auch gut. Was haben wir denn noch? The Wild Enemies, okay. Oh, wir haben aber viel hier in der Nähe. Wieder Berries, wieder Stone. Wild Enemies, Stone, Stone, Stone. Ja gut, Holz haben wir sowieso. Wir sind ja mitten im Schwarzwald, ey. Das ist ja der Hammer. Ah, und guck mal, hier ist die... Das ist jetzt unsere Länderei hier möglicherweise. Nee. Okay, nee, noch weiter geht's nicht raus. Okay, das ist die Map. Anscheinend auch immer wieder unterschiedlich. Okay, ich zoome mal wieder rein. Wie komme ich denn zurück? Okay, so. Krass, ich müsste erstmal irgendwie auf Pause machen. Das läuft jetzt hier alles weiter. Nicht, dass meine Leute hier schon faulenzen und gleich verrecken oder sowas. Ich weiß das noch von damals, diese Aufbauspiele, so wie Banished und sowas alles. Da musste man immer flink sein, damit das auch alles läuft und damit die nicht kaputt gehen, das Volk, was wir hier haben. Was haben wir denn? Wir haben Otto. Zwei Ottos haben wir. Otto der Rote, Otto der Schwarze und Otto der Gelbe. Hermann, Thomas und Dietz. So, wir haben also fünf Dudes. Und was haben wir hier? Wir müssen... build a storehouse. Okay, wir brauchen also ein Storehouse, irgendwie so ein Lager. Und hier geht es los, da blinkt dann auch schon was auf. It freezes in the winter. Also wir brauchen Behausung wohl, ne? Genau. In the winter, das heißt, es gibt wohl... Haben wir Jahreszeiten? Sehen wir hier was? Ja, haben wir. Wir haben Spring. Ah, und dann sehen wir auch direkt... Berries. Frequent raining. Berries. Deposit 3 grow. Okay. Corpse harvest. Start late summer. End of the harvest. Autumn. Okay. Okay, dann, klar, im Herbst halt, ne? Erntezeit. Und im Winter. Dann geht das kaputt. Feuerholz wird benötigt zum Überleben. Sheep sharing. Forbidden. Das, okay, ist klar, sonst erfrieren die Schafe. Wenn das alles so richtig hart auf Realität ist, das wäre ja natürlich krass. Alter, die Reflexion hier im Wassereimer. Wait a minute. Das Wasser sieht auch schon gut aus, oder? Okay, jetzt sieht man es nicht so ganz mit den Reflexionen. Aber da reflektiert... Guck mal da, doch. Da reflektiert selbst im Wassereimer. Ja, okay, was haben wir? A new message. Establish a foothold. Was haben wir denn jetzt hier? Was sollen wir denn machen? Construct... Granary... Logging Camp. Okay, wir brauchen Holz. Forage Hut Storehouse. Ja, machen wir alles. Wir bauen alles. Die Aufgaben poppen jetzt gerade hinter mir auf.
Jetzt ist natürlich die Frage, wo haben wir das denn hier? Construction, sehr schön. Also, wir haben oben... Crime, okay. Wert, Livestock. Wir haben einen Ochsen. Hier ist er. Thomas der Ochse. Hallo Thomas. Schön, dass der Thomas auch mithilft. Das ist gut. Hitching Post, okay. Warte mal. Relocate Building? Nee, ne? Reißt sich das jetzt ab, oder was? Ach, das ist doch schon mal krass. Geht das hier auch? Geht das mit allen? Nee, damit nicht. Aber damit kann ich das einfach wegschieben. Vielleicht, weil das nicht so... Weil das halt nur so ein Pflock ist oder sowas, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wo breitet man sich denn aus? Ich muss mich mal so ein bisschen umschauen. Wir haben hier Stein. Wir sind direkt an so einer Straße, ist vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht machen wir links und rechts von der Straße. Was ist denn Ditte hier? Das sind einfach nur abgeschlagene Bäume. Oder hier an so einer Kreuzung? So Kreuzungen sind doch immer gut, für... Und hier ist auch noch Iron. Vielleicht sollte ich mich einfach hier unten hin mehr ausbreiten. Wie gesagt, so Kreuzungen waren doch im Mittelalter immer wichtig. So Knotenpunkte, um für so Handelsrouten und sowas alles. Oder man kommt automatisch dahin. Ich orientiere mich mal so ein bisschen nach da unten. Supplies. Storage. Aber das ist doch jetzt noch nicht wirklich ein Lager hier, ne? Wir sind doch hier random. Wobei, hier liegt auch was rum. Got it. Ja, gute Frage. Gute Frage. Mich würde das hier nochmal interessieren. Oh, hier gibt es so Höhenangaben. Wie schräg das ist. Ach, das ist ja schräg. Oh, und dann geht's hier richtig runter in so ein Tal. Oh, und wer... Und hier ist dann Eisen. Okay, jetzt sind wir hier auf so einer Anhöhe. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und hier hinten ist... Ach, krass. Was ist denn das für ein Modus, in dem ich hier bin? Jetzt sehe ich hier hinten die Hirsche. Ich würde gern weiter runter, glaube ich. Ich lasse das, glaube ich. Egal, wir fangen einfach mal an hier. Wir fangen einfach mal an. Wir machen den hier, den Ochsen, mal so ein bisschen. Guck mal, hier connectet der auch an die Straße. Wir connecten den mal mit an die Straße. So. Ha, der ist tatsächlich direkt connected. Mit zwei so kleinen Wegen. Sehr gut. Also, das haben wir. Wir bilden mal jetzt hier um die Straße herum. Das wird jetzt hier unsere Hauptstraße in der Mitte. Und da bilden wir jetzt mal... Da bilden wir jetzt mal ein paar Hütten drumherum oder sowas. Oder wir machen hier... Ich weiß es noch nicht genau. Das ist halt... Man fängt halt mit nichts an. Das ist eigentlich schon geil. Construction. Was haben wir denn? Was können wir denn bauen? Logging Camp. Ja, Mann. Fell nearby trees. Also alles, was so in der Nähe ist, gibt's denn da... Ah, hier auch wieder connected an der Straße. Oder wir machen das einfach random hier hin. Hier sind ja schon so ein paar Gefällte. Ja, brauchen wir das denn in der Nähe? Die fällen alles in der Nähe. Hier ist das nächste, hier sind die nächsten, hier sind auch die nächsten Tiere. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal tatsächlich in der Nähe. Machen wir das mal hier im oberen Bereich hin. Zack. So, got it. There's nothing to construct. That will help work buildings with ideal laborers. Okay, also wenn die nichts zu tun haben, ach, ich bin, muss mir mal auf Play machen. Dann helfen die mit. Okay, jetzt rennt der Ochse wieder hier an seine Stelle. Gucken wir mal, ob das losgeht. Was haben wir noch? Woodcutter.
Den hatte ich aber nicht auf dem Plan, ne? Ich hock gerade davor. Warte mal. Logging Camp habe ich für Holz. Förster brauche ich wahrscheinlich auch noch nicht. Hunting Camp habe ich auch noch nicht drin. Das muss ich aber doch bestimmt, oder? Aber den habe ich drin. Forage Hut. Genau, die suchen Berries. Warte mal, wo waren denn die Berries? Ach, das ist ja schon cool, ey. Oh, die sind aber weit weg. Hier hinten. Macht das denn Sinn? Gibt's sonst keine Berries hier in der Nachbarregion? Man soll ja später auch richtig Kriege führen können. Oder so Sachen. Ich meine, das ist natürlich, guck mal hier, zack. Das wäre natürlich der Hammer, ne? Dann greift man einfach die Nachbarregion an. Guck mal, hier ist ein Bach. Alter. Wir können angeln gehen. Sieht doch ganz schick aus hier. Das sieht doch ganz schick aus hier schon. Da können wir doch mal schön ein paar Barfuß rausziehen und eschen. Schön auf Bachforelle. Warte mal, wo war ich denn jetzt hier? Ach guck mal, das ist der Grenzfluss, ne? Von unserer Region hier. Hier ist unser Camp. Oh, und hier bauen sie schon rum. Und sie nehmen den Ochsen Thomas. Warte mal, eine Pause. Alter, wie gut das und wie detailliert das gemacht ist, ey. Cool. Cool. Und hier sind sie schon am Malochen. Ja, Mann. Cool. Okay, jetzt basteln sie hier die Basics quasi zusammen. Zack, 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 zack. Bauen hier jetzt quasi an der Base. Hier kommt schon der nächste mit einem dicken Knüppel in der Hand. Alter. Im teuren Oxford Rot, oder was? Ei, 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 ei. Ja, cool. Ja, cool, ey. Geil. So. Nee. Ach, das ist der Transportochse. Ja, cool. Mit dem Ochsenführer, der bringt dann die Materialien. Fünf Leute. Zwei Waren. Oh, ah, guck mal hier. Ah, die sind alle jetzt hier an diesem Teil. Demolish Building. Siehst du, okay, das kann man nicht einfach umschieben. Okay. Okay, aber den Ochsenkarren kann man einfach woanders hin platzieren. Naja gut, das ist ja auch praktisch. Okay, dementsprechend müsste ich jetzt aber trotz allem überlegen, wie ich dann alles aufbaue. Wenn man sich überlegt, so alte Dörfer und sowas, da gab es ja immer so ein Dorfkern. Irgendwie so eine Mitte, ringsherum vielleicht die Häuser. Und in der Mitte das Zentrum. Aber wo macht man denn so ein Zentrum? Vielleicht machen wir doch eher hier diesen Bereich. Weil so ein Zentrum mit einer Straße in der Mitte ist halt, wobei könnte man auch machen, ne? Da macht man einfach links und rechts davon irgendwie Marktplatz und so Leute und so Sachen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Vielleicht auch gar nicht so schlimm. Jetzt ist für mich natürlich wirklich die Frage, wenn hier hinten die Alter, das ist so krass, wie nah man ranzoomen kann, Alter. Ich pflück gleich selber hier die Pilze. Wenn hier so Berries sind, ne? Warte mal. Ah. Nee, warte, da. Alter, was für eine geile Hütte. Kann ich das auch drehen?
Links, hold links und rotate. Ja, geil. Ah, und was ist dieser Pfeil? Was sagt der? Ich muss noch mal ein bisschen raus. Ah, hier ist dieser Connection-Punkt wieder, der an der Straße connected. Ja, warte mal, das sind diese Berries. Aber das ist so weit weg. Soll ich es trotzdem mal bauen? Ich habe da ein bisschen Angst vor, aber ich muss es ja bauen. Weil das so weit weg ist. Und man kennt es halt vielleicht von anderen Games, dann rennen die Leute so weit. Und wenn die so weit rennen, dann verhungern sie auf dem Weg dahin schon und so Sachen. Was ist passiert? Achso, es ist fertiggestellt. Ja, geil. Ja, cool. Ja, cool. Sieht auch gut aus, ey. So, das sind jetzt hier die. Und muss ich einen zuweisen? Ja, ne? Add Worker. Get to work, lads. Geil, Alter. Er hier ist sofort dabei. Der Ott. Er ist sofort dabei. Er ist jetzt der Holzhacker hier. Und er chillt erstmal noch seine Base. Hoppala. Jawohl, gib ihm. Nice. Sehr, 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 sehr nice. Okay. So, was haben wir? Wir brauchen noch, das haben wir abgehakt. Direkt hinter mir. Was gibt's denn noch? Gathering. Mining. Gibt's noch kein Bildchen zu? Was ist hier? Storage. Hier, das brauchen wir doch, ne? Construction Cost. Store up to 500 foods. Help supply the food stallers faster. Fürs Food. Jetzt haben wir da Stein. Wo kommen wir denn? Alter, wer ist er denn hier? Siehst du, und ich sag noch, jetzt haben wir hier so fahrende Händler. Aber die brauchen noch, vielleicht braucht er erst irgendwie, vielleicht brauchen wir erst einen Marktplatz oder sowas. Ah, wie gut, dass wir hier an so einer Straße sind, ey. Und er biegt hier schon ab direkt zu uns. Ja, moinsen! Komm da mal rum, Alten. warte mal. Village Life? Was ist das? Ist das einfach nur ein Haus? Burgage Plot. Space for one family. Well, also so ein Brunnen. Market. Market Area. Market Area? Some buildings have... Genau, das zeige ich mal dran. Flexible borders. Place 4 points to designate an area. You can leave more space. Got it. Das ist dann für den Marktplatz. Eine Taverne kommt auch hier irgendwie so mittig dann rein. Eine Church muss auch hier mittig schon rein. Oh, was man alles bauen kann, Alter. Jetzt muss ich aber echt überlegen. Das ist ja schon krass. Okay, das läuft doch hier, oder? Ja, oh, guck mal. Oder? Der Ochsentyp ist doch schon da. Ja, der hat da was hingebracht. Der hat was hingebracht. Ich habe noch keine Straße bis da hinten hin. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss, aber es ist schon mal einer hingerannt. Was hatten wir noch? Das war jetzt Village Farming. Felder können wir anlegen. Eine Farm. Was ist das? Sieht aus wie so Gehege für Schafe. Sheep Farm. Windmühle.
Alter, Leute, das sieht aber schon wild aus. Jetzt mal ernsthaft. Bloomery? Smitty? Black Schmitz? Hier ist so eine... Tannery? Fell in Leder? Das ist bestimmt hier für von Wild und so und von Schafen oder von... Workshop. So ein Schneidertyp, so ein Weber. Trade. Ah, guck mal hier. Trading Post. Alternative Workers Travel to blablabla Trade. Man soll wohl auch unter... Trade is done using regional wealth. Man soll wohl untereinander mit den anderen Regionen traden können. Jetzt muss ich mal eben rauszoomen. Andere Regionen, die ja... Guck mal hier, zum Beispiel Salz habe ich gar nicht in der Region. Das ist ähnlich, aber die hatten zum Beispiel Salz. Wild Enemies, Berries. Traveling Merchant. Okay, die sehen wir hier sogar. Das wäre natürlich schon recht interessant, ne? Und sonst sehe ich aber noch nicht so wirklich viel. Die sollen wohl zum Teil andere unterschiedliche Sachen haben in Region. Und da rennt er wieder zurück. Also, weitermachen. Ich bin noch im Normaltempo. Baut er hier? Oh, die bauen schon. Ja, cool. Okay, die bauen jetzt schon das Ding. Das heißt, wir haben gleich die Berries. So, dann müssen wir das nächste Teil direkt bauen. Und jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Wenn wir... Hier ist ja noch Stein. Irgendwann brauche ich eine Kirche. Man könnte hier so einen inneren Bereich. Man würde hier vielleicht einen Marktplatz haben. Holz. Und um die Kirche herum oder um den Marktplatz herum. Die Wohnhäuser. Also ich finde, das ist super schwierig zu planen, wenn man nicht irgendwie viel abreißen will. Was ist das hier? Das ist alles noch geschlossen. Administration und Militär. Okay, da kommen wir also noch hin. Wir müssen aber als erstes bauen, dieses hier. Und das lagert Food. Denn unser Food lagert momentan hier. Und ich würde fast sagen, wir machen das vielleicht sogar hier unten irgendwo so hin. Wait a minute, hier war doch auch dieses... Genau, hier sind auch Tiere. Und wenn wir die noch jagen gehen können, hier unten, und da hinten sind die Berries, dann haben wir hier in der Nähe, dann mache ich das hier an die Straße vielleicht. Und dann haben wir hier schon mal Food. Ob das hier so gut ist? Oder hier? Ich glaube, ich lasse das erstmal hier. Wenn es Mist ist, dann muss ich es halt wieder abreißen. Aber dann ist das vielleicht schon mal das zentrale Lager. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich das so weit auseinander baue. Das werden wir später sehen. Storehouse, brauche ich das auch? Brauche ich aus. Auch. Storehouse wäre ja quasi ganz praktisch, wenn es direkt gegenüber ist. Ja. So, da haben wir hier unten Food und alles, was wir benötigen. Storehouse, Food. Und ich bringe aber auch gleichzeitig Ditte hier, das kann ich ja umlegen. Auch hier unten hin. Das hätte ich auch gerne hier in der Nähe. Ah, guck mal, hier connected es mit beiden. Ja, das ist cool. Das machen wir. So. Haben wir in beide Richtungen direkt connected. Cool. So. Das passt doch gut. So, da kommt nämlich hier der ganze Sermon und sowas. Das muss hier, das brauchen wir hier nicht. Und dann hätte ich gern, wie hätten wir das denn gern? Das haben wir alles schon gut in der Nähe. Haben wir hier Arbeiter? Die sind noch zugange. Alter, vom Feeling her, ne? Also man fühlt sich halt richtig mit drin. Man fühlt sich einfach mit drin. Zuletzt noch wieder oben in Norddeutschland gewesen. Da gibt es ja so Wikinger-Dörfer oder sowas, wo man dann eben auch so diese... Naja, ist jetzt hier nicht mit, ist jetzt kein Wikinger-Style, ne? Aber man, wenn man das so sieht und wie das dann so gebaut wird und so in den Basics, so kleine Häuschen, guck mal hier mit den Dächern und so.
Dann ist hier oben immer so der Rauchabzug. Alles schön, die Schilfdinger. Jawohl, jetzt wird hier oben noch befestigt alles. Ist halt geil. Ist einfach geil. Sieht einfach cool aus. Und kann man sich halt richtig gut reinfühlen, ne? Wie das, wie man die Basics oder wie man halt sich so ein Ding aufbaut, so ein Haus baut. Heftige Fundamente. Bisschen höher gelegen. Wäre jetzt hier, glaube ich, nicht nötig gewesen, oder? So ein hochgelegenes Dingen. Oh, guck mal hier. Lagerdachboden. Geil, wie das gemacht wird, ey. Cool, wie detailliert. Und ist fertig jetzt? Oh, wait. Ich glaube, jetzt ist fertig, ne? Ich bin drin. Und dann hüpfen sie da so rein. Okay. Ich lass mal einen drin, einen Worker. So, die holen ja hier Nahrung. Und das heißt, der soll jetzt hier schon mal Gas geben und Nahrung pflücken. Cool. Und hier hinten, jawohl, da brennt das Feuer, hier brennt das nächste Feuer, da sind sie schön am Malochen oder der eine zumindest. Ich frage mich natürlich, wie ich an mehr Leute komme. 5 Peoples ist natürlich sehr, sehr wenig. Basic Leiter hier. 5 Leute ist natürlich wirklich wenig und ich hoffe, oder ich vielleicht kommen Leute random dazu über die Zeit. Es sind auch nur Männer. Ich meine, da kann ja nicht knickknack und so, da passiert halt nichts. Ah, jetzt gibt der hier schon wieder Gas. Jetzt gibt er hier schon wieder Gas. Cool. Der Ochsenführer. Cool. So. Was haben wir denn im Auftrag? Wir haben im Auftrag. Da ist es. Granary. Also da kommt die Lebensmittel kommen da rein. Dann kommt hier Storage. Die ganzen Holz und Co. kommt hier rein. Da ist der Ochsenkarren. Dann kriegen wir Lebensmittel von da hinten. Wir kriegen Holz von da oben. Vielleicht brauchen wir so Wohnungen und sowas alles. Das wäre natürlich eine Sache, ob man... Hier sind, warte mal, Supplies. Ah, 16 Brot, Feuerholz und Tools. Einmal Tool. Empty, Homeless Store. Okay, das ist nur so ein Übergangsdingen. Unlimited Work Area. Clear Work Area. Connected to Road Network. Ah, okay. Da gibt es wirklich eine... Da gibt es dann wirklich einen Point. Das dürfte das Teil ja dann hier hinten nicht haben. Disconnected from Road Network. Ich kann es doch verschieben. Ich kann das Haus wieder verschieben. Das auch. Alter, das ist ja gut. Dann habe ich ja viel weniger Sorgen, wenn es dann doch blöd gebaut ist. Nee. Ich kann es einfach verschieben. Guck mal. Das ist ja krass. Die Frage ist, wird es dann wieder neu aufgebaut? Bei dem Ochsendingen ging es ja schnell. Da war das nicht der Fall. Das ist ja krass, ey. Hammer! Wie gut! Wie gut! Und hier geht's weiter. Gibt's eigentlich sowas wie... hier unten, genau. Ein bisschen schneller. Da muss ja mal ein bisschen was passieren hier. So. Da hüppelt er los hier, der Ochse. Ich hab trotz... Oh, siehst du? Wir haben nämlich kaum noch Supplies. Vielleicht sollte ich hier nochmal einen mehr reinstopfen. Let's get to work. Ja, Arbeit. Attacke, ey. Stone-Deposit. Cool.
Sehr cool. Sehr cool. Was haben wir denn hier? Oh! Recent month. Im letzten Monat Homelessness. Obdachlos. Die haben einfach keinen. Die Zelte reichen denen nicht. Fünf Männer. Ein Ochse. Ah, hier. Each person consumes one unit of food per month. Okay, also jede Person. Wir haben fünf Families. Peasant Families. Ja, fünf. Jeden Monat. Through the whole year. And one unit of fuel in the winter. Wait. Ach, ich habe ja jetzt auf Speed. Ich wundere mich gerade schon. Es geht auf einmal alles so schnell. Alter, wie sie am Malochen sind. Geil. Alter, wie es gut aussieht. Einfach wie es gut aussieht. Wie es einfach gut aussieht. Okay, das ist das Lagerhaus. Ja gut, da macht es natürlich auch Sinn, dass es ein bisschen aufgebockt ist, ne? Keine Ahnung, vor Wildtieren und weiß der Geier was, Ratten und Co. Keine Ahnung, ob die da hochkommen. Ein bisschen aufgebockt. Upgrade to large gunnery kostet 3 Holz. Increased pantry limit auf 1500. Improves one extra. Ah, das heißt, ich habe schon so eine Karre hier, oder was? Handcart. Ja. Das heißt, da kriegen wir eine extra Karre. Ich müsste aber hier auch wieder einen einstellen. Hey, give us a hand over here. Was sagst du? Und was wird das jetzt hier? Das wird einfach nur Quest complete. Oh, ich habe alles gebaut. Das war's schon, oder was? Das war's schon. Und jetzt geht er hier wieder zum Ochsen. Er geht wirklich wieder zu... Ne, er schiebt den einfach zur Seite, den Ochsen. Oder geht der Ochsen... Der Ochse geht mit. Oder der andere nimmt den Ochsen. Alter, ohne Scheiß. Es fühlt sich so... So stimmig an, ne? Es fühlt sich gut an. Und es sieht auch noch gut aus. Es sieht auch wirklich gut aus. Habe ich eigentlich die Grafik hochgestellt? Ne, ich habe einfach... Es gibt keine Option, ne? Es ist einfach so, wie es ist. Es ist gerade so, wie es ist. Ah, guck mal hier. Hier sind zwei Karren. Connected to the road. Ja, perfekt. Alles gut. Ich habe übrigens noch keine Straßen selber gemacht. People General. Jetzt kann ich es nicht verschieben. Also das mit dem Verschieben von Gebäuden... Das geht auch nicht. Demolish. Da bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so funktioniert. Muss ich jetzt hier überall Leute einstellen? Dann habe ich ja bald keinen mehr. Wer baut dann... Ach, guck mal hier, das ist das ganze Holz. Ja, hol mal schön das Holz ab, ey. Ja, die Musik ist halt leider auch irgendwie... Ich versuche mal ein bisschen leiser zu machen. Die ist halt auch fix, ne? Ist halt nicht wirklich einstellbar. Nächste Message. The humble begins. Your supplies are dry and secure. And the first stage of work is done. Dry and secure. Also muss ich das irgendwie alles auf jeden Fall einlagern. Construct well and Burgage plot. Was ist denn Ditte?
Egal, akzeptieren wir, gucken wir mal eben ran. Well. Also, wir brauchen, ja, eine Wasserversorgung. Auch das wäre natürlich eine zentrale Sache, ne? Wenn wir das hier unten hinkriegen würden, wäre das geil. Also, ich fühle das jetzt hier gerade so richtig als hier so eine Marktplatz-Area wäre halt noch geil. Hier ist halt Lager, Storage, hier ist Food drinne. Also, das fände ich halt richtig cool irgendwie. Und hier oben vielleicht dann eher, da kommt hier so auf dem, ist ja so ein Hügel. Dann kommt da oben vielleicht noch die Kirche drauf oder so Sachen. Ich weiß es noch nicht genau. Wird sich alles entwickeln. Ich lasse erstmal so ein bisschen mehr Platz. Und wir gucken mal eben nach dem, was ich da bauen soll. Well. Das ist doch bestimmt unter... Ah ja, hier genau, da war's. So, Nee. Man sieht Wasseradern. Guck mal. Ich könnte jetzt hier abbrechen. Ich will das nochmal verschieben. So. Einfach nur so ein bisschen. So. Jetzt geht's gerade nicht. Ist im Weg. So geht's. Okay. Jetzt ist aber nicht... Ah, warte mal. Ich mach's nochmal so hin. Dann ist es jetzt weg. Jetzt klicken wir es nochmal an. Jetzt, dann ist es nicht mehr im Weg. Und jetzt ist es wieder mit beiden... Ja, mit beiden connected. Und jetzt gucken wir nochmal mit dem... Wo war das Wasserding? Hier. Ja, 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 ja. Kann ich es beide... Nee, es connectet nur an einer Seite. Dann nehmen wir die innere Seite hier. Vielleicht kann ich noch eine Straße dran machen. Man sieht Wasseradern. Oh, wait, guck mal hier. Overlay. Kann ich das mit Pfeiltasten irgendwie... Oh, 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 oh. None. Underground Water. Emma. Emma ist ein Urgetreide. Flachs. Barley. Roggen. Smell. Emma Korn. Für hier oben. Perfekt. Das ist schon mal gut zu wissen. Barley und Ray. Wächst überall fast. Okay. Smell auch. Okay. Uff. Das Game. Ich hab Bock. Das macht einfach schon. Das geht schon gut los, ey. Okay, ich pflanze jetzt hier erstmal den Brunnen. Zack. Wir haben den Ochsenkarren. Wir haben in der Nähe. Klamotten, also Storage für Warehouse, also für alles. Wir haben Lebensmittel in der Nähe. Vielleicht können wir hier ringsherum noch... Wie war das mit diesem Marktplatz? Hier, Markt Area. Wie groß macht man das? Keine Ahnung. Was war das? Ein Viereck soll man ziehen. Ich würde das ja so machen. So. Na so. Geht das? Ne, geht gar nicht. Ich kann... Kann ich das nicht so rüberziehen? So? Marktplatz, Area? Ist das ein bisschen groß? Oh, guck mal. Oh, mit Rechtsklick geht's einfach wieder... Aber Moment, ich könnte doch... Kann ich hier connecten? Was ist das hier? Ah, hier oben ist Info. Ich hätte schon gerne den Marktplatz hier so mittig, zentral irgendwie. Hier connectet der auch so ein bisschen dran. Aber jetzt ist vorbei. Oh wait, so geht. Alter, so gut, ne? Müssen das denn vier Ecken sein? Ah ja, er macht sofort vier Ecken draus. Also es müssen vier Ecken sein. Eins. Oh wait, was war das? Hat er sich der Straße angepasst? Ja, macht er.
passt sich so der Straße an. Soll ich hier im hinteren Bereich Marktplatz machen? Schade, dass es nicht geht, ey. Schade, dass es so nicht geht. Sobald ich so über die Straße gehe, hört er auf. Ach so, vielleicht müssen da ja Gebäude drauf. Macht ja also gar keinen Sinn. Oder ich mache einfach zwei Marktplatzbereiche. Haha, warte mal, ich mache einfach einen auf den hier. Eins, warte mal, hier runter. So, dann ist das hier jetzt vielleicht mal so die erste Marktplatz-Area. Ich... Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie was bringt. Ach so, warte, muss ich das überhaupt bauen? Scheiße, jetzt habe ich das schon gemacht. Und dann wäre jetzt hier... So, machen wir erstmal auch hier entlang der Straße. Okay, das macht er nicht, das ist zu weit, aber so... So, dann machen wir hier so die zweite Marktplatz-Area. Border. Market. Stall. Ja, ich habe natürlich noch gar nichts. Aber ich will die jetzt auch noch nicht bauen, ey. Nachher ist das Vorgabe, dass er es machen muss. Und dann stehe ich da, ey. Oder jetzt hier so in der Mitte. Guck mal, 1, 2, 3... Geil, Alter. Dann habe ich hier so einen Mini-Marktplatz, ey. Fertig. So, Marktplatz-Area. Ich hoffe, die bauen jetzt hier ja nichts, ne? Das ist einfach nur Markierung. Okay. So, Moment. Was soll ich denn machen? Brunnen. Brunnen habe ich doch schon in Auftrag gegeben. Jetzt habe ich aber doch keine Leute mehr, die bauen, oder? Doch, die bauen schon. Doch, die bauen. Wer baut denn jetzt hier den Brunnen? Mach mal wieder ein bisschen auf schneller. Was machen die denn jetzt hier eigentlich? Ah. Ach, die holen die Sachen und lagern das ein. Ja, klar. Ja, perfekt. Er holt ja die Brote. Ich dachte, ich habe hier so eine Handkarre, Alten. Und er lagert das Holz ein. Ah, kann ich nicht einem sagen, dass der mal aufhören soll, das Holz einzulagern? Die holen die Sachen. Ja gut, Holz kann ich jetzt nicht aufhören, dass wir auf einmal aufhören, hier Holz zu produzieren. Ich werde wahrscheinlich jede Menge Holz brauchen. Geilo, jetzt sieht es doch auch schon wieder gut aus. Hier, guck mal, da sind die Beerenkörbchen, das Brot ist da drin. Mmh, so Riesenleiber Brot. Aber ich frage mich, warum er nicht die Karre nimmt. Provides one extra. Ein extra. So eine extra Handkarre. Also muss doch eine schon da sein. Oh, wait. Ich habe die Beeren direkt bekommen, ne? Guck mal, der kam hier gerade an. Das ist der Bärendude, Alter. Der Bärendietz. Jo. Hat er natürlich einen langen Weg, ne? Der rennt ja quasi... Haben wir irgendwo einen Timer? Nee. Aber der rennt natürlich schon lange, ne? So, das Holz kommt. Vielleicht, warte mal, vielleicht sollte ich einfach hier oben... Weißt du was, das ändern wir. Ich konnte das verschieben. Ich schieb das weg. Ich schieb das von hier oben runter. Wir machen das hier hin. Viel näher dran. Guck mal, der holt sich jetzt hier den Baum. Und ich schieb das jetzt hier runter. Guck mal hier, zack, fertig. Hier so. Let's go, Alter. Oh ne, die bauen es wieder auf. Ah, die bauen es wieder auf. Keine gute Idee. Also ja, man kann es verschieben. Aber sie müssen es wieder aufbauen. Brauch wieder zwei Holz.
Okay. Also alles zurück. Alles zurück. Schnell wieder aufbauen, uncool, 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 Und der Brunnen ist aber fertig. Der hat mir eben hier den Brunnen fertig gemacht. Flip, 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 flip. So, mach mal eben hier ready. Okay. Ja, aber war vielleicht nicht so schlecht, ne? Das war schon sehr abseits, sehr, sehr weit oben. Uncool, wenn das dann, wenn man dann immer so lange Wege hat, ist ja nicht ganz so gut, So, es wird langsam dunkel, kann das sein? So. Jetzt müssen wir hier aber wieder einen einstellen, ne? Genau. Da ist der Worker. Wir lassen trotzdem noch mal ein bisschen schnell. Kann ich jetzt hier... Connect to Road Network. Was ist denn mit dem Road Network? Hahaha. Haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Guck mal hier. Some workers can use handcarts to transport goods more efficiently. Also... Manche Arbeiter verwenden halt diese Handkarren, um effektiver Sachen hin und her zu schicken, zu transportieren. Bis zu 10 Items auf einmal dann. To enable handcar transportation, road point from... Ach so, die müssen connected sein. Ah, und dann verwenden die auch die Handkarre. So, warte mal. Was war denn Ditte jetzt hier? Das geht jetzt nicht. Und das? Auch nicht. Und das? Auch nicht. Und das irgendwo hin? Nö, das ist aber jetzt hier doch eh schon alles connected, ne? Kann ich hier einfach so random so eine Straße ziehen? Hier so? Ja, kann ich. Guck mal. Könnte jetzt so random da so eine Straße ziehen. Ob das sinnvoll ist, wissen wir nicht. Aber wenn ich doch jetzt hier... Wenn ich mich doch jetzt hier um diese Kreuzung herumtümmel... Warte mal, ich hätte schon gerne irgendwie hier so Straßen noch. Den Ochsenkarren werde ich vielleicht gleich wieder verschieben. Diesen Ochsenspot können wir verschieben. Vielleicht kommt der auch hier unten hin. Und dann haben wir hier am Marktplatz, dann können hier schon die ersten Häuser vielleicht um den Marktplatz herum. Oder ich mache die Wohnung, ich glaube, die mache ich sogar weiter hinten irgendwie so hin. Und dass hier die Industrie mehr im Zentrum ist. Und die Wohnung, die sind halt mehr so außenrum. Die brauchen ja vielleicht noch irgendwie so einen Garten oder irgendwie sowas, ne? Wer weiß, was sie noch so brauchen. Achso, das habe ich schon erstellt. Was ist denn jetzt dieses Burgage Plot 5 Stück? Ach! Das war doch hier beim... Das war doch hier das erste. Warte mal, warte mal, warte mal. Logging Camp. Hier, das sind Wohnungen. 5 Stück, ja, für die 5 Arbeiter. Na. Das macht doch Sinn. Das hauen wir doch noch rein hier, ey. Jetzt natürlich die Frage, wie und wo. Wenn wir hier oben das Camp haben. Aber das machen wir irgendwie, bauen wir später aus. Hier unten, da wollen wir auch nicht zu nah. Da haben wir ja noch das Wild. Ich würde fast sagen, hier. Ich würde fast sagen, hier in dem Bereich. Vielleicht sogar hier hinten. Was muss ich denn jetzt machen? Market Area. Das ist aber auch hier zu markieren. Für 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel passen denn da hin? Keine Ahnung. Wait, das sind doch jetzt nicht 2, oder? Ah. 1, 2, 3, 4, 5. So. So wäre gut. Was ist denn Ditte hier? Road Access. Und irgendwas ist da markiert. Irgendwas passt da nicht.
Okay, ich brauch Zugang zu einer Straße. Was ja schon cool ist. Abbrechen erstmal, komplett. Sollen wir die hier entlang der Straße machen? Soll ich eine extra Straße machen? Ich glaube, ich mache eine extra Straße. Ich hätte gerne eine Straße. Hier hin. Alter, wie es auch einfach links und rechts davon aussieht, wie so ein hingelaufener Feldweg, Alter. Pff. So, jetzt geht's aber weiter hier mit dem hingelaufenen Feldweg, ne? Dann hätte ich gerne bis hier hin. So. Und dann geht er danach hier einfach rum. Dann hätten wir das doch auch. Bauen. 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 So. Dann haben wir das doch. So, und hier in diesem Bereich hinten. Das muss, glaube ich, gar nicht so tief sein. Bauen. So. Von hier entlang der Straße. Keine Ahnung, es muss ja, wie gesagt, nicht so tief sein. Too small. Kann ich dann den wieder anklicken? Ah, guck mal, den letzten hier nochmal. Ne, war nur eins zurück. Nochmal ein bisschen tiefer und so. Ah, guck mal hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nee, aber irgendwas war auch im... Irgendwas... Ah, guck mal, hier geht's. Und so nicht. Not enough resources. Wie viel brauche ich denn? Und da ist schon wieder so ein Sternchen. Ich weiß nicht, was das Sternchen soll. Erstmal machen wir das bis hierhin. Da machen wir das deutlich weiter bis hierhin. Guck mal, hier haben sie alle so ein Sternchen. 1, 2, 3, 4. Also die Mucke auch dazu, ne? Also wirklich gechillt. Cool. Finde ich echt gut, ey. Finde ich echt gut. Hammer, ey. Guck mal, so. So, so, so. Eins. Ah, kriegen wir ja nicht hin. Kriegen wir ja nicht hin. Ach, das ist schade, dass es nur vier Stück sind. Dass man nicht mehr connecten kann. Wie kann ich denn sonst um die Ecke bauen? Oder ich muss es extra machen, ne? Wir machen das mal jetzt bis hier. So. Und dann machen wir das bis hier oben hin und hier so rüber. So, das sind vier Stück. Not enough resources. Jetzt geht es. Okay, das war ja auch nur eins. Zwei, drei. Das heißt, mir fehlt Holz oder was fehlt mir? Bekommen wir Ressourcen? Nochmal eben gucken. Wir benötigen dafür zweimal Holz. Zwei ganze Bäume. Läuft es? Es läuft. Theoretisch läuft's. We need more men at the camp. Wo ist das Holz? Wo sind die Holzhacker? Wo sind meine Leute? Sind die alle tot? Ne, die chillen hier. Sunny weather. Alter, wie sie quatschen. Der macht auch nichts hier, ne? Find a new home or town. Homeless. Homeless. Kann ich hier 1, 2, 3, 4. Das wäre nur ein Haus? Das ist aber viel. Ist das nicht ein bisschen viel Platz für ein Haus?
Ah, oh, ah, cool. Aber da hat nur das eine so einen Stern. Oh, wait, ich mach das so. Oder so und so. Guck mal, da hätten alle einen Stern. Aber auch hier wieder zu wenig. Cool, wie sich das so an der Straße entlang zieht. Das ist schon super, ey. So, so. Mach mal hier bis hier oben. Guck mal, dann sind wir schon in der Nähe von der Mine. 1, 2, 3. Aber der hätte dann auch wieder keinen Stern da oben. Jetzt haben alle so einen Stern. Aber ich benötige... Ich benötige Kosten 8 Stück. Und ich habe 7. Also ist es doch gar nicht mehr so viel. Trotz allem fehlt mir da noch ein weiteres, ne? Ein weiteres würde mir fehlen. Und ich habe auch immer noch nicht... Hier vorne diese Straße. Vielleicht, warte mal. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen mehr Straße bauen. Guck mal. Du bist ja auch blöd, Alten. Bau doch einfach ein bisschen mehr Straße. So, gebaut. Fertig. Hier kann ja was anderes rein. So, dann bauen wir jetzt hier oben die Häuser hin. Von hier an. Hier an der Straße entlang. Bam. Und dann geht das hier hoch. Bam. Und dann geht das hier rüber. Bam. So, jetzt hat jeder sein Grundstück. Hat da hinten seinen Stern auf dem Grundstück. Wir machen mal ein bisschen weniger hoch. So bis hier. Ah, da reicht es dann aber nicht mehr. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter, so bis hier. Jetzt haben alle ihren Stern. Und wenn ich 10... 1, 2, 3, 4, 5. Ich bräuchte 10 Baumstämme. Dann lübt der Lachs, dann ist komplett fertig. Aber irgendwie kriege ich gerade keine Baumstämme mehr zusammen. Ich weiß nicht warum. Der Kuh-Typ hier, der holt auch nicht mehr ab. Come along, lad. Irgendwo hängt es gerade. Irgendwo hängt es gerade, ganz übel. Guck mal, ich habe doch hier alles. Ich hab doch hier alles. Get to work, lads. Get to work. Einer weniger. Wo rennen die denn eigentlich rum? Irgendwas stimmt. Vielleicht muss ich erstmal eins bauen. Ach, das nervt mich, sowas. Das ist doch schade. Muss ich was anderes bauen? Kann ich was anderes bauen? Ich muss diese Häuserdinger bauen. Ja, time to find a good tree. Weißt du was, ich baue das Ding hier mal nochmal eben um. Ich stelle das mal jetzt hier hin. Oder hier so neben, hier passt es doch gut. Ja. So, Attacke. Okay, er läuft. Sie sind also jetzt nicht verbuggt. Er läuft weiter, das ist schon mal gut. Oh, ich glaube, der war wirklich verbuggt. Irgendwie war der verbuggt. Jetzt rennt er nämlich los und holt hier Holz. Sehr gut. Ne, ich lasse hier einen nur drin. Jetzt holt er Holz. Sehr gut, ey. Okay, jetzt lass mal eben kurz vorspulen hier. Da hinten rennt wieder einer rum. Da rennt noch einer rum. Alter, ich glaube, die holen alle Beeren gerade. Deswegen habe ich keinen gesehen. Die schmeißen hier alles voll mit Beeren. Ja, wir haben schon 23, 24 Beeren. Ah. Und jetzt kommt hier das Holz an, siehst du? Und wir haben 10 Holz. Perfekt. Ich mache jetzt langsamer auf Normaltempo. Jetzt bauen wir... Der war einfach verbuggt. Wie gesagt, Demo. Early Access, ne? Also da kann das durchaus passieren. Wahrscheinlich. Ich muss mal andersrum. Fangen wir so an. Bis hier ungefähr. Alter, wir können bauen. Wir können bauen. Soll ich bauen? Ich baue jetzt hier.
1, 2, 3, 4, 5. Ist rot. Dann sind die Gärten hier. Ne, die sollen hier vorne hin, schön. Mit Connection, genau. Hier ist nämlich die Connection direkt. Kann ich nicht. Border Connectors 4-4. House Slots 5. Construction Cost. Warum kann ich es jetzt nicht mehr? Bau doch. Place. Dürfen diese Kästchen nicht sein? Extension Slot. Doch, ich will diesen Extension Slot. Das ist schon genau richtig so. Das ist genau das, was ich will. Extension Slot. Das ist das Kästchen da hinten. Place. Okay, wir bauen eins. Wir bauen eins. Wir bauen zwei. Ah, guck mal, die reißen hier die Bäume ab. Wir bauen drei. Oh, die Straße, wie sie sich verändert. Jetzt habe ich diese Extension-Slots nicht. Verdammt! Kann ich es wieder abreißen? Kann ich es abreißen? Warte mal, warte mal. Destroy. 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 Nochmal das Ganze. Hier ist die Straße. Eins. Ja, Extension-Slot. So, erstes Haus, bauen. Direkt daneben. Wir machen hier so eine schöne Siedlung. Bauen, zwei. Drei. Sehr gut, vier. Ach, geht doch. Schade, dass es nicht so gerade ging mit 5 auf einmal. Aber ist ja auch nicht weiter wild. Wir. Hat's geregnet oder was? Alter, ohne Scheiß, ne? Wie das aussieht, ey. Wie es einfach aussieht. Das ist ja jetzt Standardeinstellung, Alter. Das ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt gerade die Möglichkeit hat, das Game noch übelst zu boosten. Ist schon gut, ey. Ist schon sehr, sehr, sehr nice. Ist schon wirklich sehr, sehr, sehr nice. Guck mal, wir sind jetzt so in den Basics, ne? Ich könnte ohne Probleme jetzt vom Feeling, keine Ahnung, kommt mir gerade vor wie 5 Minuten, die vergangen sind. Ich hätte überhaupt keine Probleme, hier noch weitere Stunden einfach reinzuballern, weil es einfach jetzt schon so gut ist. Das ist ja abgefahren, ey. Das ist ja abgefahren. Ja, so sieht's erstmal aus. Ich glaube, es war lang genug. Das war jetzt der erste Eindruck. Und ich würde sagen, wir gucken da auf jeden Fall noch ein weiteres Mal rein. Beziehungsweise, ja, einen weiteren Part nehme ich da nochmal auf. Und dann gucken wir mal, wie es sich noch weiterentwickelt.
was noch alles passiert hier gerade jetzt in dieser Demo-Version und was wir noch alles an Neuigkeiten entdecken. Ich glaube, da kommt noch einiges dazu. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, damit du auch das nächste Video nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.